Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Ihr seht, wir müssen 1000 Ungrad Meter erreichen. Und heute ist es nicht ganz so trivial wie sonst immer, denn normalerweise war ja immer meine Faustregel so, die ersten 300 Meter sollten kein Problem sein. Aber heute hat uns Ubisoft hier was Schönes durch seinen Zufallsgenerator eingebaut. Und zwar bei ungefähr 256 Meter. Kommt eine kleine eklige Stelle. Davor ist es eigentlich noch recht human. Hier kleine Sprünge. Hier jetzt großer Sprung, kleiner Sprung, kleiner Sprung, großer Sprung. Das war eigentlich so der erste Knackpunkt. Da ist man manchmal noch nicht so ganz eingespielt nach den paar Metern. Und verspringt sich da ein bisschen. Aber ansonsten dafür wird man dann belohnt, bekommt leichtere Teile. Hier unten aufs Gesicht, dann oben auf den Fallschirm und schon kommt man drüber. So, jetzt kommen wieder große Sprünge. Hier wieder ein kleiner Sprung, abrutschen lassen. Drüber und jetzt kommen gleich die Reaktionstests. Also jetzt hier ab 600 Meter ungefähr ist das eigentlich nur noch ein einziger Reaktionstest. Wann drücke ich richtig die Schlagtaschen, damit ich hier durchkomme? Und es kommt nicht mehr so auf die richtigen Sprünge drauf an. Ansonsten sollte es eigentlich für euch insgesamt kein Problem sein, heute eine Goldmedaille zu kriegen. Oder halt eben eine Silbermedaille. Man scheitert manchmal sehr, sehr knapp davor. Gerade bei 900 Meter ist nochmal ein richtiger Knackpunkt. Den zeige ich euch allerdings nachher hier nochmal konkret. So, hier nochmal das gleiche. Drüber, kleiner Sprung. Drüber rasen lassen. Und jetzt kommt die extrem ätzende Stelle. Und zwar genau hier war sie gerade eben. Wir schauen uns das gleich nochmal extrem an. Hier durchspringen, drüber, über den drüber. Und hier habe ich außersehentlich dann leider zu spät geschlagen. So, schauen wir uns das Ganze allerdings nochmal hier im Slow Motion, diesen extrem schwierigen Bereich. Wir kommen also hier über den Flieger runter, treffen hier den ersten Bumper und müssen jetzt im richtigen Moment hier gleich wieder abspringen, um direkt danach dann halt eben die Schlagtasche zu kriegen. Schaffen wir das nicht ganz genau, müssen wir halt noch ein bisschen den Propeller einschalten, hier nach unten springen und rüber auf die drei Bumper. Einmal, zweimal, na, es sind sogar vier, dreimal und der vierte, der uns dann wieder auf die Erde bringt. Dann kommen wir auf den nächsten Bumper, haben hier ein paar Sekunden, um uns kurz auszuruhen und jetzt gleich schlagen, Bump schlagen, hoch, hoch und jetzt wieder der Sprung nach unten. Abfedern, dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe, ganz kurz, hier direkt abspringen, wieder, ihr seht unten auf dem Display, gleich nochmal abspringen, hier jetzt wieder direkt schlagen und jetzt hätte ich eigentlich nochmal schlagen sollen und da war es ein bisschen zu spät, deswegen treffe ich hinten den Bumper nicht. Aber ansonsten, ihr solltet das eigentlich bis dahin auch schaffen. Ich wünsche euch dabei viel, viel Glück und hoffe, dass wir uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge sehen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, gebt einen Like und wir sehen uns morgen zur nächsten Challenge. Bis dann!